Bei den Fischbeizen gibt es eine kleine Faustregel. Auf 1 Kilo Fisch nimmt man 70 Gramm Zucker und etwa 70 bis 90 Gramm Salz. Das kann man individuell gestalten. Der Zucker gibt einen milden Geschmack und das Salz entzieht Feuchtigkeit, etwas denaturiert wird und reift und entsprechend nicht gegart in dem Sinne, aber speisefertig und verzehrfertig wird. Das ist eine Mischung aus Salz, Pfeffer, Zitronenzeste, bisschen Lorbeer, bisschen Wacholder. Diese lockere, schöne Beize geben wir jetzt über den Fisch drüber weg und lassen diesen dann im Kühlschrank zwischen 12 und 24 Stunden einziehen. Wir bei uns im Restaurant nehmen zuerst den Salat und darauf arrangieren wir unseren Saibling. Und natürlich können Sie nicht nur diesen Saibling, sondern auch ganz viele andere tolle Gerichte, unter anderem auch Wildspezialitäten bei uns im historischen Fischhaus genießen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de